Leute, hallo, willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben uns jetzt ein paar hübsche Häuser rausgesucht. Ein Bleichhallewerk. Also wir sind jetzt gerade in einer... in einer recht großen Garage. Und ja, wir werden jetzt einfach mal vorgucken, also gleich. Also hier ist das erste Gebäude. Wir waren wahrscheinlich mal die Einsatzfahrzeuge gewesen. Also nicht wundern, ich habe jetzt mal die Lampe von einem Kumpel. Der hat mir die mal geborgt, das sind die anderen Kollegen. Wir schauen gerade einen Schacht. Was habt ihr denn hier? Okay. Das ist vielleicht meine Werkstatt gewesen sein, nehme ich mal an, jetzt wo ich das hier sehe. Ja. Was hat denn hier gefunden? Ein Tachograf. Auf jeden Fall ja. Dann werden wir mal gleich weiter gucken, weil das Grundstück, das ist nämlich ziemlich groß, wenn ihr mal so guckt, ne? Also ihr seht das glaube ich ja nicht. Warte. Ich weiß nicht, ob ich hier brauche. Ne, okay. So. Also es ist ziemlich alt. Deswegen werden wir jetzt noch nicht glauben. Und dann zeigen wir euch den Rest. Also hier ist die Halle, ne? Die achte. Vielleicht nehmen wir auch noch. Hier ist dann nochmal der zweite Eingang. Zu lesen. Hier ist auch nur noch mal ein kleiner, leerer Raum. Guck mal, wo die Fenster. Das ist die Halle. Und ja. Was haben wir hier? Ja? Oh, ein paar Gummistiefel. Jo, freilich. Also, ab 500 Abonnenten kriegt er ein paar neue Stiefel. Ja, okay, gut, ne? Ja, wir verlosen an einen diesen Stiefel. An einen Abonnenten. Also, Kissen. So. Hier ist der Keller. Der erste. Denke ich mal. Das hier wird für Abflussrohr gewesen sein. Also sind eigentlich Abflussrohre. Ne, nicht wirklich. Da muss man ziemlich aufpassen, weil ihr seht hier schon direkt, ich kratze schon mit dem Kopf an der Decke. Okay. Hier sind die ganzen Stromkästen, würde ich einfach mal sagen. So, Freileitung. Na gut. Ja. Da ein Nachtgespenst. Ich hab so gedacht, wir hauen nicht. So ein Affe. Hat sich heute schon ein paar Mal erwischt, als wir auf Tour waren. Ey, so eine Sackgrätsche, ey. Ohne Mist. Ich frage mich ja mal, warum da eine Tür ist und warum die da zugemauert wurde. Das ist irgendwie recht unlogisch. Da war auch mal eine Tür. Und jetzt ist hier die Tür. Ich meine, hier sieht man es ja auch nochmal. Auch kein Guckloch. Guck, ob es trommiert. Ne, hier ist nicht, okay. nein, glaube ich mal eigentlich echt nicht. Also ja, dann werden wir jetzt gleich mal weiter gucken. Also wir sind jetzt in dem Haus drinne. Oder gleich drinnen.
Oh Gott, hier, die Sperre, die kann ich nicht überwinden. Ja gut, den Keller, den heben wir uns zum Schluss auf. Ja, der Keller ist nämlich bekannt der schönste. Hier haben wir direkt den ersten, der unsere Etage zugemauert. Das ist meine Hunde. Also Digga, hör auf, der Weg war, dass ich keine Idee hab. Ja. Ob du hier hochgehen kannst? Ja, Basti geht normalerweise immer vor. Aber wie gesagt, die dürften eigentlich stabil sein. Ey Digga, mach mal Jalousien runter. Die leuchtet man nicht so durch die Fenster, aber auch egal. Ja, mach ich dann. Den muss man oben machen. Genau. Okay. Wurde anscheinend angefangen zu bauen. Hat dann aber anscheinend sich doch umentschieden. Eigentlich schade, weil das. Ja, okay, eigentlich recht. Schönes Haus. Ja, gut, ne? Das ist die versteckte unsere Etage. Werde ich jetzt nicht unbedingt runter gucken. Haben eh nicht unser Seil mit. Also runterklettern lohnt sich hier nicht. Da was unter dem Zug leben. Also wollen wir jetzt gleich mal Werbung machen hier auf gleich herum. Rentgänger. Oh, da musst du aufpassen hier. Musst du aufpassen. Na los, komm. Haben Sie gesehen, also es ist hier zum Film auf jeden Fall. Nächster Eingang, auf jeden Fall sehr schönes Glas. Dann gucken wir mal. Ja, der Kollege jetzt wieder vor. Wenn die Treppe zusammenbricht, dann fällt er runter. Ja, hier oben ist eigentlich so der Dachboden, der ist einfach. Boah. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen runterstellen. Okay, die geht nicht ganz, aber man kann ja mal kurz ausleuchten. Mal kurz rundherum, Risiko. Kanten, siehst du das? Den machen wir aus. Okay, den kann ich aufmachen, ich hätte ja nicht. Okay, man sieht eh nichts mehr, also wir müssen kurz aufpassen, weil wir gerade sehen, dass hinten ein Bewohner die Fenster offen hat. Ich glaube, man sieht ganz leicht die Fenster. Also werden wir die dann machen, wenn wir in den nächsten sind, also würde ich sagen. Gucken wir mal. Also Leute, wir haben eben einen Weg gefunden. Und zwar durch dieses Fenster hier, man kann das Gitter hier draußen hochklappen. Dadurch sind wir jetzt in die untere Etage gekommen. Was man jetzt auch hier sieht, weil hier nämlich der Sitz ist und da oben ist das Loch, was ich vorhin gezeigt habe. Also ja, ich meine, hier sieht es jetzt recht. Hier sieht es eigentlich am schönsten mit aus, wie der Haupteingang. Davor ist aber so eine Baurolle. Und da kommt man gar nicht rein. Also ja. Ich bin auf jeden Fall drinnen. Hier ist ein wunderschönes Bad. Ausleuchten sollte man jetzt nicht unbedingt, hat auch schon einer reingekackt. Na lecker. Machen wir mal schon die Bienenwimper. Sicher, sicher, ne? Dann kann ich ruhig mal alles ein bisschen hier schützen. Auf jeden Fall, wie ihr hier seht, alles gut. Sieht nicht aus. Hier sind viele Akten. Anscheinend hat jemand ein Sitzliches gesehen. Und ja. Ordner. Ordner über Ordner über Ordner. Aber die sind irgendwie alle leer. Also ich hab keine Ahnung, wie so das hier ist. Und ja.
hören. Und das scheint eine Art Druckzahn zu sein. Was frag ich von was? Scheint von einem Eckhaus zu sein irgendwie. Na, ich habe nicht viel Ahnung von Architektur. Auf jeden Fall machen wir es uns jetzt mit dieser Butze hier ein bisschen gemütlich. Da seht ihr alle. Ja, wir haben jetzt eine Couch hier zusammen gebastelt. Basti treibt erstmal gemütlich inne. Und ja. So Leute, wir haben jetzt ab diesem Punkt aufgehört, weil wir nämlich gemerkt haben, dass hinten der Nachbar halt etwas aktiver ist draußen. Wir haben auch die ganzen Jalousien runter, unten, deswegen können wir uns die zwei Objekte nicht mit angucken. Ist zwar ein bisschen schade. Was soll's, vielleicht finden wir ja nochmal einen Weg hierher. Da vorne seht ihr so laufen. Die restliche Rasselbande. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock auf Fotos und weitere Videos habt oder Infos, wann die nächsten Videos kommt, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Die ist oben rechts auf der Startseite von YouTube verlinkt. Und ja, haut da rein, schönes Wochenende.